Wenn Sie letzter Tage am Hauptgebäude der Leibniz-Universität vorbeigekommen sind, dann ist Ihnen sicher das Zelt aufgefallen, das der AStA vor der Uni aufgebaut hatte. Das Zelt war Anlaufpunkt für alle, die sich für freie Bildung und gegen Studiengebühren aussprechen wollten. Denn im Rahmen des bundesweiten Bildungsstreiks protestierten auch in Hannover Studierende gegen den Sparkurs des Landes. Clara Wignanek berichtet. Gegen Studiengebühren und für bessere Bildung. Das waren die Hauptziele der über 1500 Studenten, Auszubildenden und Schülern, die sich gestern an einer Demonstration quer durch die Hannover Innenstadt beteiligten. Mit beleuchteten Schildern, Musik und Sprechchören verkündeten sie lautstark ab 17.30 Uhr ihre Forderungen. Wir demonstrieren heute für die Studierenden gegen Studiengebühren. Ich zahle 830 Euro im Semester und gehe mit einem Riesenhaufen Schulden aus dem Studium raus. Unsere Mitschülerinnen und Mitschüler auf dem Gymnasium haben nur noch 12 Jahre Schule. Ihnen wird dadurch die Freizeit genommen für Freunde, für Politik, für Sport. Die Azubis haben Schmalspurausbildung, haben schlechte Ausbildungsbedingungen in der Schule, im Betrieb, um danach rauszugehen, schlecht qualifiziert und in Leiharbeit zu enden. Und das sind all solche Sachen, die wir heute gemeinsam als Azubis, Schülerinnen und Schüler und Studierende in die Köpfe der Menschen und auch in die Parlamente tragen wollen. Die Demonstration startete am Bahnhofsvorplatz, ging am Kultusministerium vorbei, über den Opernplatz bis zum Kröpke und fand ihr Ende am Schillerdenkmal in der Georgstraße. Wir haben uns heute hier in Hannover versammelt zu einer landesweiten Kundgebung, weil wir denken, dass Niedersachsen es dringend nötig hat, mal wieder was in Bildung zu investieren. Heute ist das erste Mal, dass sich Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende gemeinsam hier zu einer Demo getroffen haben, um genau dafür einzustehen. Wir haben einen Forderungskatalog für jede von diesen drei Gruppen und ich denke, dass jeder damit auch zu tun hat. Bildung ist ein Thema, was alle Menschen angeht und ich habe alle diese drei Stadien durchlaufen. Ich war Schülerin, ich war Auszubildende, ich bin Studierende und es wird dringend Zeit, dass wieder was in Bildung investiert wird. Die nächste geplante Demonstration soll am 19. Januar 2013 stattfinden.